Wir sind im Jahr 2018 angekommen und wir haben uns gedacht, wir machen eine neue Version Top 5 Airsoft-Waffen für unter 100 Euro. Sauschwere Kategorie. Los geht's und schauen wir mal, was wir für euch vorbereitet haben. Servus zusammen, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier auf GSP Crew, eurem Airsoft-Format. Und wir schauen mal, was es in der Kategorie Top 5 für unter 100 Euro gibt. Ich kann euch sagen, es gibt nicht viel, wirklich sauschwer hier was Schönes zu finden. Aber wir wären nicht von GSP, wenn wir nicht ein bisschen was vorbereitet hätten und das Ganze mit unseren Erfahrungen mixen. Das heißt, in diesem Video bekommt ihr 5 Airsoft-Artikel an die Hand gelegt, um vor allem im Airsoft-Bereich anzufangen. Ich würde sagen, da kategorisiert sich auch dieses Video. Los geht's mit Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5 gibt es definitiv eine Überraschung. Hier haben wir hingewählt die CM18, besser bekannt auch als Glock 18 AEP. Warum ist das so? Die AEP ist wirklich ziemlich geil, aber sie ist genauso geil wie alle anderen AEPs auch. Denn im Inneren der AEPs verbirgt sich zu 95-98% die gleichen Internals, das heißt die gleichen Innereien, die schießen alle ungefähr gleich gut. Warum Platz Nummer 5? Schlechter Preis, schlechte Lieferzeiten und höherer Preis. Das heißt, diese drei Faktoren spielen bei uns mit rein, um sie auf Platz Nummer 5 zu voten. Solltet ihr noch eine bekommen, warum nicht? Wenn ihr ein bisschen mehr bereit dafür seid zu zahlen, warum nicht? Aber deswegen eben nur Platz Nummer 5 in unserer Liste. Auf Platz Nummer 4 haben wir eine Non-Blowback, eine NBP-Pistole von ASG. Die Pistole gibt es bei Konos und hat zwischen 0,6 und 0,7 Joule, ist also ab 18. Bei der NBB bewegt sich der Schlitten oben nicht, der Schlitten ist fix. Das kann auch ein deutlicher Vorteil sein, zum Beispiel bei der Tokio Marui MK23, die auch eine NBB ist, ist eine saupräzise Pistole, eben weil sie von Marui ist und keinen Blowback hat. Das heißt, ihr habt nicht viel Schwankungen, nicht viel Spiel in der Waffe und die Waffe kann schön präzise feuern. Die ASG ist eine M92, eine M9 Beretta, kennt man das Modell, für 60 Euro. Das heißt, für 60 Euro könnt ihr euch eine NBB bereits besorgen, um das Ganze mal zu testen. Platz Nummer 4, weil es gibt definitiv bessere Optionen. Auf Platz Nummer 3 sind die Zymer-Schrotflinten. Die Zymer-Schrotflinten kommen wirklich in einer großen Variation. Die können viel, vor allem sind sie günstig. Sie kosten ungefähr 70, 80 Euro und halten wirklich lange. Also wir haben unsere geholt, da waren die noch gar nicht in Deutschland erhältlich zum Testen und die hält bis jetzt immer noch. Und die Pistolen machen wirklich viel Spaß, da sie mehr Schuss verschießen, mit den Shells generell kompatibel sind, da habt ihr nicht große Schwierigkeiten. Die haben nicht nur ein einfaches Design, sondern die gibt es auch mit Magpul-Klonteilen in unterschiedlichen Ausführungen. Die haben wir natürlich bei uns im Shop, schaut da einfach mal vorbei. Und wir bekommen auch bald die Farbarmflinten. Hier haben wir leider noch keinen Preis, daher haben wir hier die Zymer-Flinten mit aufgenommen. Aber die Farbarm, die STF-12, wird sich im ähnlichen Bereich aufhalten. Wie gesagt, schaut einfach hier beim Schuhclub nochmal vorbei. Auf Platz Nummer 2, und hier haben wir wirklich eine Überraschung, ist die Well R2. Das ist eine Scorpion, eine russische Scorpion. Und die Waffe hat es in sich, denn sie kommt mit einem 60-Schuss-Schangmagazin und mit einem 300-Schuss-Trommelmagazin und einem Heike-Magazin. Und das ist wirklich cool, das Ganze für unter 100 Euro. Und hier könnt ihr wirklich Spaß haben im CQB, denn man kann die ganze auch auf LiPo umbauen. Wenn ihr das möchtet, schreibt mal Kuma an. Und ansonsten könnt ihr mit der Waffe auch so loslegen. Die hat eine passable Feuerrate und für den Preis macht man definitiv nichts verkehrt. Hier passen auch die Tokio Marui-Magazine rein, denn die Waffe ist ein Tokio Marui-Nachbau. Auf Platz 1, überraschend, unüberraschend, ist eine Zymer AEP und zwar die CM127, die wir auch bereits bei uns im Review hatten. Warum die CM127? Das ist ein freies Design von Zymer erfunden und der Vorteil ist, ihr könnt Glockholster verwenden und die Verfügbarkeit ist recht gut, der Preis ist recht okay und vor allem, wir bieten sie an und können sie somit auch schnell für euch rausliefern. Vorteil eben, wie gesagt, zur Glock ist, dass sie die gleichen Internals hat. Glockholster passen und dass man sie eben gut bekommt und nicht so wie die Glock, die ein bisschen Schwierigkeiten da hat in Sachen Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit. Das heißt, jetzt habt ihr ein paar Tipps an die Hand bekommen, womit ihr euch ungefähr umgucken könnt. Vielleicht sucht der ein oder andere noch eine Backup oder eine zweite IP oder eine zweite Backup kann ja sein. Sollte definitiv zu den IPs greifen und für Einsteiger reichen die IPs definitiv aus. Ihr besorgt euch ein paar Magazine, am besten auch die High Caps, die 100 Schuss Magazine und könnt damit loslegen. Das haben wir auch gemacht. Video dazu folgte definitiv und bitte lasst die Finger davon, auch wenn euch irgendwelche YouTuber erzählen, für 120 Euro kann ich ein brauchbares Scharfschützengewehr bekommen, damit habe ich Spaß, das funktioniert, bitte lasst einfach die Finger davon. Wir sagen das nicht umsonst, wir sagen das nicht, um euch zu ärgern und euch dazu zwingen, Geld auszugeben, sondern wir sagen das, weil wir im Durchschnitt so 9 Jahre Airsoft-Erfahrung bei uns haben und wir wissen in dem Bereich, wovon wir sprechen. Viele fangen mit dem Airsoft-Scharfschützen-Thema an, haben keinen Bock mehr, verkaufen das Ding und gehen. Bitte lasst euch da
macht euch euer eigenes Bild. Macht euch einfach euer eigenes Bild, aber an der Stelle, wir haben euch gewarnt. Das heißt, sollte irgendwas passieren, solltet ihr unzufrieden sein, könnt euch nicht ärgern. Ja, wir haben euch gewarnt. Solltet ihr des Weiteren irgendwelche Fragen haben, gerne lasst es uns wissen. Ab dafür in die Kommentare. Und nicht vergessen, euer Feedback ist uns definitiv wichtig. Ab in die Kommentare. Zu guter Letzt definitiv den Subscribe-Button hauen, die Glocke aktivieren, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Ihr kennt YouTube, die haben da ein bisschen Macken. Auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben. Ich melde mich ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!